Besonderheit begrüßen wir das Blechbläser-Ensemble Tegel Plus, das von Herrn Markus Fritz dirigiert wird und von Gisela für uns heute akquiriert wurde. Danke, dass Sie da sind und wir diesen Gottesdienst gemeinsam mit Ihnen feiern dürfen. Da Herr Fritz Kirchenmusiker ist, spielt er heute auch die Orgel. Vielen herzlichen Dank für diesen Doppeldienst. Der 11. Dezember, der in diesem Jahr auf den heutigen 3. Advent fällt, ist insofern auch ein denkwürdiger Tag, als wir heute als Hauptlied das wohl bekannteste Lied von Jochen Klepper singen: Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Am 11. Dezember 1942, also heute vor genau 80 Jahren, nahm Familie Klepper sich gemeinsam das Leben. Auf eine Gedenktafel an ihrem Haus in Nikolassee ist folgender Text zu lesen: Die antisemitische Verfolgung trieb ihn und seine Familie in den Tod. Drei vor ihrem Haus verlegte Stolpersteine fassen den Grund ihres Todes zusammen. Gedemütigt und entrechtet blieb ihnen nur die Flucht in den Tod. Ihr Tod gemahnt uns, alle Formen von Gewalt und Diskriminierung abzulehnen und dagegen wachsam zu bleiben. Als Nachspiel hören wir nicht das die angezeigte Fanfare von Trauer Fünfgeld, sondern stattdessen das, ja, Gisela, ich hätte doch deinen Zettel nehmen sollen. Ah, ich hab's. Christmas Lullaby von John Rutter. Das Wort Gottes, das uns durch diese Woche begleitet, steht im Propheten Jesaja: Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Thank you.
Alleluia.
und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heilen gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf das es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Wir tun das heute mit dem nizänischen Glaubensbekenntnis. Gemeinsam mit der Christenheit auf Erden sprechen wir: Ich glaube an den einen den allmächtigen Vater, Schöpfer Himmels und der Erde, alles, was sichtbar und unsichtbar ist, und an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, der vom Vater geboren ist, vor aller Zeit und Welt, Gott von Gott, Licht von Licht, wahrhaftigen Gott, von wahrhaftigem Gott, geboren, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch welchen alles geschaffen ist, welcher um uns Menschen und um unsere Seligkeit willen vom Himmel gekommen ist und leibhaft geworden durch den Heiligen Geist, von der Jungfrau Maria und Mensch geworden, auch für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, gelitten und begraben und am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und ist aufgefahren gen Himmel und sitzt zu Rechten des Vaters und wird wiederkommen mit Herrlichkeit zu richten die Lebendigen und die Toten, dessen Reich kein Ende haben wird. Und an den Herrn, den Heiligen Geist, der lebendig macht, der von dem Vater und dem Sohn ausgeht, der mit dem Vater und dem Sohn zugleich angebetet und zugleich geehrt wird, der durch die Propheten geredet hat, und die eine heilige christliche apostolische Kirche. Ich bekenne die eine Taufe zur Vergebung der Sünden und warte auf die Auferstehung der Toten und das Leben der zukünftigen Welt. Amen. Thank you.
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören noch einmal einige Verse aus der Epistel aus dem 1. Korintherbrief im 4. Kapitel. Der Apostel schreibt: Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalte über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist's ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Wir beten, lieber Vater im Himmel, du hast uns gerechtfertigt. Hilf uns, nach deinem Willen zu leben. Amen. Liebe Gemeinde, manchmal habe ich den Eindruck, dass Gemeinden sich sehr gut über das Bodenpersonal Gottes unterhalten können und meist weiß Mann oder Frau ganz genau, was er oder sie alles falsch oder gar nicht und was sie auf jeden Fall ganz anders machen sollte. Nun denn, ich sage das mit einem gewissen Augenzwinkern und mit einem Schmunzeln, weil mir die Erkenntnis, dass berufene und verordnete Dienerinnen und Diener Gottes Menschen sind und keine Superapostel, wie der Apostel Paulus diejenigen, die ihm in Korinth das Leben schwer machten, schon einmal spöttisch nannte, nicht neu ist. Euch ist diese Erkenntnis bestimmt auch schon längst gewachsen. Denn schließlich gibt der lokale Vertreter des Bodenpersonals Gottes, also ich, euch genügend Gelegenheit, diese Erkenntnis schon längst gewonnen zu haben und auch immer wieder zu stärken. In Korinth wussten das offenbar nicht alle Gemeindeglieder oder sie hatten überzogene Erwartungen an ihn, hatten ganz andere Vorstellungen von dem, was der Apostel zu tun und vor allem zu lassen hatte. Wer über Pfarrerinnen und Pfarrer den Kopf schüttelt, der sollte einmal die beiden Korintherbriefe in Ruhe lesen. Denn auch an dem Apostel Apostolorum gab es offenkundig viel zu kritisieren, fanden manche Gemeindeglieder in der Hafenstadt Korinth zumindest. Weil der Apostel sich mit gewissen Menschen in der Gemeinde um des Evangeliums willen auseinandersetzen muss, wird auch er selbst herausgefordert und sagt ihnen, für wen sein Herz schlägt. Denn es geht um das Apostelamt, das er im Namen Gottes ausübt. In dieses Amt weiß er sich von Christus selbst berufen und eingesetzt, was manche Korinther in Abrede stellten. Umgekehrt, ist das nicht ziemlich starker Tobak, den der Apostel seiner Gemeinde zumutet? Mir ist es ein Geringes, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gericht gerichtet werde. Darf ein Apostel, ein Pfarrer so reden? Mich interessiert die grüne Bohne, was ihr von mir haltet oder wie ihr mich beurteilt. Was kümmert mich eure Kritik? Hat er sich im Ton vergriffen? Oder bekundet er mit dieser sehr klaren Aussage seine Unabhängigkeit von dem Urteil der Gemeindeglieder? Zum Hintergrund. Der Apostel hatte die Gemeinde in Korinth gegründet und lange betreut. Nachdem er nach Ephesus weitergezogen war, um auch dort das Evangelium zu verkündigen, war offensichtlich ein gewisser, in alexandrinischer Philosophie geschulter Apollos als Prediger in die Gemeinde gekommen. Und sein Kommen hatte zu Spaltungen geführt. Aber nicht, dass Apollos und auch Kephas, ob damit der Jünger Petrus gemeint ist, wissen wir nicht. Nicht, dass sie in der Gemeinde aktiv geworden waren, beanstandete der Apostel, sondern dass es Spaltungen gab, die sich an den Personen Paulus, Apollos
und Kephas festmachen. Denn es kam, wie es kommen musste. Es passierte, was so oft in christlichen Gemeinden in der Welt geschieht. Man fing an zu vergleichen. Ja, der Apollos, der kann reden, das ist ein guter Prediger, eine geistliche Person, der versteht etwas von Theologie. Und die anderen Apostel und Mitarbeiter, Paulus und Kephas? Wer ist denn Paulus? Wer ist Apollos? Wer ist Kephas? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich bin froh, dass ich nur einige wenige unter euch getauft habe, damit ihr nicht sagen könnt, ihr seid auf meinen Namen getauft. Denn es geht gar nicht um mich, sondern es geht um Christus, dass er gepredigt und geglaubt wird. So schreibt der Apostel Paulus ganz zu Beginn des 1. Korintherbriefes. Und gerade deshalb sagt er der Gemeinde unumwunden, wofür sie ihn halten sollten, unabhängig davon, wie er predigt, wie er so drauf ist oder was er drauf hat, nämlich als Diener Christi und Haushalte über Gottes Geheimnisse. Der Apostel Paulus nimmt also keine Sonderregelung in Anspruch, weder für sich selbst, noch will er eine Sonderregelung auf Apollos und Kephas angewandt wissen, weil es niemals, niemals um eine Person, sondern um den Auftrag Gottes zur Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung geht. Und diesen Auftrag hat der Apostel bekommen. Welches ist denn der Maßstab, den die Gemeinde an ihn und an alle Prediger anlegen sollen? Der Apostel sagt es unumwunden. Man fordert nicht mehr von den Haushalten, als dass sie für treu befunden werden. Was heißt denn das, für treu befunden werden? Ich denke, wir müssen es so verstehen, dass Diener Christi den Auftrag, den sie bekommen haben, ausführen, nämlich in seinem Namen das Evangelium predigen, den bußfertigen Sündern ihre Sünden zu vergeben und die Sakramente einsetzungsgemäß zu verwalten. Denn Christus kommt mittelbar zu Menschen und Gemeinden, er kommt mittelbar durch Wort und Sakrament zu uns. Und dazu und dafür gebraucht er Dienerinnen und Diener. Auch wenn eine Gemeinde ihren Pfarrer bezahlt, bei uns geht das über die Umlagen, die wir jährlich an die allgemeine Kirchenkasse abführen und über deren Höhe wir in der Gemeindeversammlung am 5. März wieder zu entscheiden haben. Und selbst wenn Kirchenvorstand, Superintendent, Propst und Bischof seine kirchlichen Vorgesetzten sind, ist er nicht Diener dieses Personenkreises noch der leitenden Gremien überhaupt, sondern Diener Christi. Paulus, Apollos, Kephas und Edmund, entschuldigt, dass ich mich selbst in einem Atemzuge mit dem Apostel Paulus nenne. Ich weiß, das klingt sehr, sehr anmaßend, aber ich wollte das Prinzip aufzeigen. Also, alle Pfarrerinnen und Pfarrer wären fehl am Platz, wenn es anstatt um Christus um sie ginge. Das aber war leider in Korinth passiert, dass Menschen auf der einen Seite verehrt und auf der anderen Seite fertig gemacht, anstatt Christus und seine Versöhnungsbotschaft groß gemacht wurden. Wie, fragt der Apostel im 1. Kapitel dieses Briefes, ist Christus etwas zerteilt? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt? Selbstverständlich nicht, sondern Jesus Christus ist für ihn und für uns alle in den Tod gegangen. Diese Heilstatsache sollen Dienerinnen und Diener Gottes durch die Predigt des Wortes, durch die Verwaltung der Sakramente bezeugen. Denn mit Gottes Geheimnisse sind die heiligen Sakramente gemeint. Gottes Geheimnisse verstehen und begreifen wir nicht, auch ich nicht. Wie Gott sich verbindlich zu uns in der heiligen Taufe bekennt, verstehen wir nicht. Wie wir unter Brot und Wein Christi Leib und Blut bekommen,
bleibt uns verborgen, ein Geheimnis, ein Mysterium. Aber Haushalte darüber sein, sie stiftungsgemäß verwalten, das sollen wir. Liebe Schwestern und Brüder, ich muss gestehen, der Apostel Paulus imponiert mir. Ich bewundere an ihm, was ich von mir nur schwer behaupten kann, nämlich frei zu sein vom Urteil anderer Menschen. Wir brauchen Anerkennung und Bestätigung. Ich glaube, jeder Mensch braucht das. Der Apostel Paulus dagegen sagt den Korinther, die über ihn mit Kritik herfallen: Mich kümmert es wenig, dass ihr über mich richtet, denn das zählt nicht. Für ihn zählt nur, dass der Herr ihn richten wird und gerechtfertigt hat. Und vielleicht können wir dieses beim Apostel Paulus lernen. Selbstverständlich sollen wir auf Mitchristinnen und Mitchristen hören, sie erzählen lassen, wie das Evangelium sie umtreibt und wie sie dem christlichen Glauben in ihrem Leben Raum geben. Dennoch, ihr Urteil über uns und unsere Lebensgestaltung, über unsere Verkündigung, sei es haupt- oder nebenamtlich, ist nicht entscheidend. Wie Menschen also über uns urteilen, darüber kann Mann und Frau getrost hinwegsehen und hinweghören. Allein das rechtfertigende Urteil Jesu Christi über unserem Leben gilt. Weshalb der Apostel auf jeden Versuch der Selbstrechtfertigung verzichtet. Er sagt nicht, schaut doch mal genau hin, so doof wie ihr denkt, dass ich bin, bin ich gar nicht. Nein, er weiß, dass auch die Rechtfertigung durch Christus angewiesen ist und angewiesen bleibt. Weiß er doch und gibt es unumwunden zu, dass er der vornehmste Sünder unter allen Sünderinnen und Sündern ist, nicht würdig, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen, der doch die Gemeinde Gottes verfolgt hat. Aber noch etwas anderes können wir vom Apostel Apostolorum lernen, denke ich. Das Wort der Predigt von der Vergebung aller Schuld nimmt alle Menschen hinein in das Rechtfertigungsgeschehen auf Golgatha. Das Amt des Apostels, ausgeübt in Wort und Sakrament, als Haushalter über die Geheimnisse Gottes, ruft alle unter das Kreuz Jesu Christi. Den Apostel Paulus nicht weniger als Apollos, Kephas und jedes Gemeindeglied in Korinth. Und darüber hinaus in alle Welt, wo auch immer christliche Gemeinde sich zusammenfindet. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, regiere eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you.
Barmherziger Gott und Vater, du Sehnsucht der Menschen, komm in der Kraft deines Heiligen Geistes zu deiner Kirche, zu allen, die ein Amt in ihr haben und einen Dienst in ihr tun, und erfülle sie mit Wahrheit, Weisheit und Geduld. Überwinde alles, was uns von dir und untereinander trennt, und lass bald den Tag anbrechen, da ein Hirt und eine Herde sein wird. Komm mit deiner Wahrheit zu allen, die besondere Verantwortung in den Regierungen haben. Komm mit deiner Freude zu allen, die sich um Gerechtigkeit, Versöhnung, Frieden und Wahrhaftigkeit in der Welt bemühen. Komm mit deinem Licht zu allen, die im Dunkel des Zweifels, der Angst und Verlassenheit gefangen sind. Komm mit deinem Trost zu allen, die von Leid, Enttäuschung und Schwachheit bedrückt werden. Komm mit deinem Wort zu allen, die nach Orientierung für ihr Leben und nach Gewissheit in ihrem Suchen verlangen. Komm mit deiner Geduld zu allen, die sich nach Heilung in Leib oder Seele sehnen, die auf eine Arbeitsstelle hoffen, die sich so lange schon Versöhnung und Frieden in ihren Beziehungen wünschen. Komm mit deiner Liebe zu allen, die erschöpft und müde sind, denen bange ist vor den Festtagen. Komm mit deinem Frieden zu denen, die dich nicht kennen, die nicht zu dir beten und die niemanden haben, der für sie betet. Komm mit deinem Segen zu denen, die dich suchen in der Stille und sich vorbereiten auf dein Kommen in diese Welt und in ihre Herzen. Denn du, Herr, führst das Große herbei, das wir alle ersehnen. Du machst uns froh durch deine helfende Gegenwart. Dich preisen wir jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Thank you.
Thank you.
es ist alles bereit. Schmecket und seht, wie freundlich unser Herr ist. Das ist der wahre Leib, das ist das wahre Blut unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Für alle eure Sünden in den Tod dahingegeben. Die wahre Leib und sein wahres Blut für alle eure Sünden in den Tod dahin. Thank you.
Der wahre Leib und das wahre Blut unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi stärken und erhalten euch im wahren Glauben zum ewigen Leben. Friede sei mit euch. Amen. Gebe dir.